Ja, hallo und herzlich willkommen zur Hell in a Cell 2016 Preview. Hell in a Cell findet am 30. Oktober 2016 im TD Garden in Boston, Massachusetts, in der Heimatstadt von Sasha Banks und an meiner Seite ist natürlich wie immer das Wrestlepedia Micha. Und wem ist es noch seine Heimatstadt? John Cena? John Cena! Naja gut, yes. Er kommt aus West Newberry, aber okay. John Cena ist überall zu Hause. Auch bei dir zu Hause. Im Herzen aller WWE-Fans. Gut, wir gehen direkt zurück nochmal zu Hell in a Cell. Wie sehr gehypt bist du auf dem Pay-Per-View? Auf einer Skala von 1 bis 10 so ungefähr eine 0,5. Ich würde, glaube ich, sogar eine 1, vielleicht sogar höchstens eine 2 geben. Also ich weiß nicht, wann ich mal zuletzt so gar nicht auf dem Pay-Per-View gehypt war. Also natürlich, es gab Pay-Per-Views, die scheiße aufgebaut wurden, die vielleicht jetzt gar eine geile Card hatte, aber trotzdem hat man sich immer auf den Pay-Per-View gefreut. Aber ich weiß nicht, die Card, wenn man die liest, hört sich nicht schlecht an, aber man hat einfach kein Pay-Per-View-Feeling. Also es fühlt sich einfach nichts Besonderes an. Ja, weil einfach es ist nichts wirklich passiert. Ja, das Einzige, was von den Matches, wenn ich mir hier so durchlese, relativ gut und konstant aufgebaut wurde, war gegebenenfalls, ja gut, es war auch nicht unbedingt das Titelmatch. Wahrscheinlich Sasha Banks gegen Charlotte. Ich meine, beim Tag Team Title Match, beim Raw Tag Team Title Match kommen wir gleich zu, aber da wurde halt eher nur um ein Tag Team alles aufgebaut und das ist halt jetzt mal ein Tag Team Title Match nebenbei, aber im Prinzip dreht sich alles nur um die zwei Herren, die vor kurzem eine Best of Seven Series hatten. Also da ist allgemein auf der Card nicht so ein toller Aufbau. Beim Main Event fehlt eine wichtige Person, die jetzt schon seit 3 Monaten nicht mehr da war. Also von daher, naja. Wie gesagt, das werden wir alles hier in der Preview besprechen. Anfang tun wir aber mit einer, ja, wie immer der Kickoff-Show, gibt es ein Match, was angekündigt wurde, und zwar ein Six-Man Cruiserweight Division Tag Team Match zwischen Sin Cara, Lince Dorado, Cedric Alexander gegen Tony Nese, Drew Gulak und Arya Daivari. Der damit auch sein Debüt feiert in den Main-Shows, wenn ich mich gerade nicht täusche. Nee, gar nicht. Er hat schon bei Raw ein Match gehabt gegen TJP. Hast nichts gesagt. Ich hab nichts, das schneidest du raus. Genau. Egal, auf jeden Fall, ja, der Kerl, der Bruder vom Daivari, den wir schon kennen. Ja, ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Das Match wird gut, keine Frage. Ist halt ein Cruiserweight-Match, wird ein bisschen rumgeflippt. Gerade beim Six-Man-Tag-Team-Match mit einem Team wie Cedric Alexander, Lince Dorado und Sin Cara wird es schon ziemlich nice, denke ich. Und ja, Drew Gulak hat bis jetzt noch nichts gerissen, von daher gehe ich auch von aus, dass das Match Cedric Alexander, Lince Dorado und Sin Cara gewinnen werden. Und es ist tatsächlich ein Grund, den Kickoff zu gucken. Werde ich dann auch nachholen, das Match. Live werde ich natürlich nicht gucken. Nee, live werde ich auch nicht gucken. Also ich werde den Pay-Per-View live gucken. Das habe ich mir fast vorgenommen. Aber die Kickoff-Show werde ich, denke ich, mal wieder sein lassen. Also, auch wenn die Match, also das wäre so ein Match, wo ich sagen würde, okay, dafür würde ich die Kickoff-Show gucken, aber auch nicht ganz. Also, ich werde es auf jeden Fall nachholen, ich werde es auf jeden Fall mir angucken. Das ist ganz klar. Also, ich denke mal, in der Live-Review werde ich nicht besprechen können, weil so schnell habe ich es nicht aufgeholt, aber ich denke mal, in der Podcast-Review, wenn wir die, denke ich mal, Montagabend, Dienstagmorgen, so einen Dreh aufnehmen werden, dann denke ich mal, wird das darüber auch gesprochen. Also ich denke mal, es wird ein gutes Match. Es sind 6 gute Wrestler dabei, beziehungsweise 5, die ich als sehr gut einschätze. Arya Daivari habe ich jetzt, weiß gar nicht, habe ich ihn jetzt nicht mehr so krass in Erinnerung, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, Sin Cara würde ich auch ein bisschen jetzt nicht mit denen vergleichen, aber trotzdem sind es trotzdem noch gute Leute und ich denke auch, dass Cedric Alexander den Sieg holen wird gegen, ja, ich denke mal, Daivari wird einfach den Pin einstecken oder so. Dann schadet man weder Tony Nese oder Drew Gulak, die ein bisschen relevanter sind als Arya Daivari. Daivari. Ja. Man hat ja auch viel von einem Push von Tony Nese. Kann natürlich auch dann so sein, dass Tony Nese gewinnt, aber ich finde eigentlich, dass das
in Anführungszeichen Face-Team, auch wenn meine Super-Division jetzt nicht wirklich Faces und Heels hat, ist das Face-Team schon eigentlich ein bisschen besser besetzt mit Cedric Alexander und Lince Dorado und Sin Cara. Von daher gehe ich eigentlich schon aus, dass das Flippy-Team gewinnt. Das Flippy-Team gewinnt. So kann man das auf jeden Fall mal festhalten. Da würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt zur Main-Show. Und ja, natürlich gehen wir immer wieder nach den Sachen durch. Ja, bevor wir zu einem Begriff kommen, was wir auch mal besprechen werden, das werden wir aber nachher kommen, wenn es soweit ist, kann man sagen. Fangen wir an wieder mit einem Women's Match und zwar Bayley gegen Dana Brooke. Match of the Year. Ja. Es hat einen Aufbau von 2 Wochen. Dana Brooke hat Bayley besiegt. Dana Brooke ist in der Woche danach pissed, dass niemand gedacht hat, sie kann sie besiegen. Und dann hatten sie ein fucking Armwrestling-Match und dann hat Bayley ihren Bayley-to-Bayley verpasst. Ja, das war Mann. der Aufbau und jetzt haben sie das Match und Bayley gewinnt. Bayley gewinnt. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass Bayley gewinnt. Die Feder hat auch schon ein bisschen vorher angefangen, also mit Sasha Banks Titelgewinn da ungefähr. Da hat ja Bayley Dana Brooke attackiert. Und so weiter und so fort, wo dann quasi auch diese Trennung da endlich mal gab mit diesem Protégé von Charlotte Flair. Muss man auch so viel sagen. Das Match würde, denke ich mal, nicht so gut sein, was größtenteils an Dana Brooke liegt. Dass Bayley gut ist, das haben wir ja, denke ich mal, öfters gesehen. Dass Bayley eine starke Wrestlerin ist, aber Dana Brooke ist es einfach nicht. Und ich verstehe auch nicht, warum Dana Brooke immer noch so gepusht wird. Ich finde, die sollte zurück zu NXT gehen. Und wie gesagt, hoffe ich ja auch, dass Bayley gewinnt. Ganz klar. Ja. Genau, da würde ich mal sagen, gehen wir auch direkt weiter. Und zwar auch ein Match, was auch nicht so interessant ist. Und zwar das Tag Team Match zwischen Enzo und Big Cass, Colin Cassidy gegen The Club, bestehend aus Luke Gallows und Karl Anderson. Das Match, ja, ich erkläre jetzt eben mal schnell den Aufbau von dem Match. Krass. Ja. Genau, das Ah, war der Aufbau interessant. des Match. Und ja, der Club gewinnt hoffentlich. Ja, ich hoffe auch, der Club gewinnt. Also, ich habe ja schon mal bei Raw gesagt, es gibt zwei Versionen. Entweder Enzo und Cass gewinnen oder Und Enzo wird Big Cass gepinnt. macht den Pin. Hä? Entweder Enzo und Cass gewinnen und Big Cass macht den Pin oder Enzo und Cass verlieren und Enzo wird gepinnt. Genau, also wenn Enzo und Cass verlieren, wird Enzo auf jeden Fall gepinnt. Das war bisher immer so und ich denke mal, das wird auch bleiben so. Und mein Tipp geht mal, ich denke mal, mit The Club wollen sie nichts anfangen auf Enzo und Cass. Sie werden gewinnen. Bei The Club, die werden einfach so scheiße dargestellt da. Das werden beide. Das stimmt auch, aber gerade bei The Club stört mich das ein bisschen mehr, weil die einfach als Monster reingekommen sind und dann zu Weicheiern wurden. Ja, weil die WWE nichts kann. Gut, bevor wir zu den Titelmatches kommen, würde ich sagen, wir reden noch kurz über Matches, die es auf die Card schaffen könnten. Da fällt mir zum Beispiel noch ein Sami Zayn gegen Braun Strowman ein. Mit dem Wäre. Riesenaufbau, das Sami Zayn sich gegen Braun Strowman stellt und Braun Strowman ihn 2 Wochen hintereinander kaputt macht. Ja. ja, wie auch Es hat immer. mehr Aufbau als das andere Match. Es hat mehr Aufbau als Roman Reigns gegen Real. Nee, das würde ich nicht sagen. Okay, es hat mehr Aufbau als Kevin Owens gegen Seth Rollins. Jo. Nein. Auf jeden Fall, wenn dieses Match stattfinden wird, würde ich auf jeden Fall behaupten, dass Braun Strowman logischerweise nicht clean verliert. Ich glaube aber auch nicht, dass Sami Zayn clean verliert. Ich würde eher sowas behaupten von wegen Countout-Sieg von Sami Zayn oder so ein Kram. Und ja, damit kann man das Match eigentlich auch schon wieder abhaken. Genau. Also ich hoffe mal, dass man mit Sami Zayn was Gutes anstellt. Denn Sami Zayn ist ein Main-Eventer und ein World Title Picture Guy. Hoffen wir, dass das bald wird, ne? Ja, er hatte gute Vorzeichen, als er Kevin Owens clean besiegt hat, aber dann hat die WWE keinen Bock mehr auf Sami Zayn und Kevin Owens hat den Titel geholt und Sami Zayn hat nichts gemacht. Eben, die WWE hat einfach logisch und clever gebuckt. So wie man es von ihnen kennt, seit 5 Jahren. Gut, kommt noch irgendwas auf die Card? Nia Jax hat nichts zu tun, aber die war auch schon seit 5 Wochen nicht mehr bei Raw. Stimmt eigentlich. Und ich muss sagen, ich vermisse die gar nicht.
Ja, ich hoffe ja immer noch, dass sie so in Kane-Manier im Hell in a Cell Match der Frauen kommt. Was mich Wie das freuen würde, aussieht. wenn bald Finn Balor kommen würde. Das vermisse ich ein bisschen. Finn Balor haben wir jetzt so lange nicht mehr gesehen, das ist schon krass. Man müsste das einfach anteasen. So, das Licht geht aus, das Licht geht an und er sitzt einfach als Dämon auf dem Käfig und das Licht geht wieder aus und er ist weg. Das wäre geil. Würde aber nicht passieren, leider. Ja, so wie der Undertaker immer. So, der Gong ertönt, er steht im Ring, Gong ertönt, er ist wieder weg. Weißt du, macht immer die. Es kommt immer diese klassische Demon-Sound da, wo man irgendein Typ was sagt. Sagt einer was, Licht aus. Und dann kommt dieses Dim-Dim, Licht geht an, Finn Bella steht da. Im Ja, Demon. geht's Licht wieder aus und er ist weg. Ja. Das müsste man machen, so wenn der Pay-Per-View dann vorbei ist. So am Ende halt, so wenn so Kevin Owens gerade feiert und so und dann geht's Licht aus, es kommt dieses Demon-Geräusch, Finn Balor steht vor ihm und Licht geht aus und er ist wieder weg. Das Das wäre wäre. geil, aber so Ideen kommen die nicht drauf. Ja. Gut, naja. Gut, gehen wir weiter, würde ich mal sagen. Und zwar das WWE Cruiserweight Title Match zwischen TJ Perkins und Brian Kendrick. Haben wir jetzt schon ein bisschen länger was miteinander zu tun? Seit, ja, eigentlich seitdem die Cruiserweights bei Raw sind, seit Beginn, seit 2 Monaten, 3 Monaten, seitdem das Cruiserweight Classic vorbei ist, also seit September, also knapp einen Monat kann man sagen, oder? Ja, doch, doch, ja. Anderthalb Monate kann man sagen, so. Ja. Fast. Ja, haben halt bei Brian Kendrick ist halt immer noch die Storyline von wegen, ey, wenn er verliert, dann ist er weg. Was nicht passieren wird, das weiß auch jeder Fan, weshalb eigentlich die Luft aus der Storyline draußen ist, weil es war schon die Story beim Cruiserweight Classic und er hat verloren und er kam trotzdem zu Raw. Und er hat sein erstes Titelmatch verloren, obwohl da das auch die Storyline war und jetzt hat er sein zweites Titelmatch. Also von daher ist da die Luft raus aus der Storyline, trotzdem freue ich mich auf das Match. Man hat jetzt ein bisschen was angeteased bei Raw, dass ein bisschen Brian Kendrick an TJP appelliert, weil die ja schon in der Vergangenheit miteinander zu tun hatten, also ganz früher, als sie noch quasi Unbekannte waren. Und da hat Brian Kendrick gesagt, boah, gib mir doch den Titel, von wegen, ey, ich erreiche sonst nichts mehr und du bist noch jung, du kannst noch so viel machen, bla bla bla. Da hat man das ein bisschen versucht aufzugreifen, dass halt die mal Freunde waren, dass halt TJP, dass Brian Kendrick versucht, TJP ein bisschen anzugreifen, in seiner Seele. Ja, sehr, sehr poetisch. Und ja, Micha, der Poet. ist ganz nett, nur wenn TJP sich hinlegt und den Titel abgibt, dann Welcome to WCW und es wäre Bullshit und deshalb, ja, Brian Kendrick gewinnt und holt den Titel. Ich denke nur an den Abend, wo Kevin Nash den Titel da gewonnen hat gegen Hulk Hogan. Nee, wo Hulk Hogan den Titel gegen Kevin Nash gewonnen hat. Ja, Finger Poke of Doom. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das heute machen würden. Ah, machen die auch nicht. Nee, Aber machen die Brian nicht. Kendrick gewinnt. Ich glaube, TJ Perkins verteidigt. Ich glaube, der verteidigt. Dann wird Tony Nese kommen. Das tippe Ja, ich. wir sind natürlich auch durchaus möglich. Trotzdem freue ich mich aber auch auf das Match und wird, denke ich, auch gut sein. Kann besser werden als bei Clash of Champions. Kann aber auch gleich bleiben. Mal sehen, wie es wird. Also ich denke mal, es wird hoffentlich nicht so viele Botches geben. Das war beim Was? letzten Mal ein bisschen zu viele. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir direkt zum nächsten Match. Und zwar zum Raw Tag Team Championship Match zwischen The New Day, bestehend aus Kofi Kingston, Big E in Begleitung mit Xavier Woods, gegen das neu formierte, zustimmende Lieblingstag Team von allen Leuten, Cesaro und Sheamus. Ja, wie gesagt, das war wie vorhin angesprochen von mir, die Storyline, also der ganze Sinn, sage ich mal, des Matches liegt ja auf, oder der ganze Fokus liegt ja auf Sheamus und Cesaro. Die Tag Team Champions sind halt jetzt da, weil sie halt gegen beide verloren haben, warum auch immer, weil sie halt einfach gegen die gestellt wurden, dann haben sie halt verkackt. Ja. Ist ein Match, wird denke ich, relativ gut. Und ich hoffe mal, ja, nee. Also ich hoffe, dass Cesaro und Sheamus gewinnen, aber ich glaube es nicht. Wie gesagt, wir haben es ja schon in den letzten 5 Pay-Per-Views gesagt, jetzt ist New Day so kurz vor dem All-Time-Record, jetzt werden sie auch nicht mehr den Titel verlieren und deshalb werden sie das jetzt noch durchziehen, den einen Monat da, den es noch geht, bis nach der Survivor Series und dann werden sie den Titel recht zügig verlieren.
So sieht es aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir ist das Match so egal. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe es bei Raw gesehen und fand es gut, klar. Aber mich reizt es nicht nochmal beim Pay-Per-View zu sehen. Also da Und ist mir der Main Event egaler. Weil mich hier wenigstens interessiert, was mit Cesaro und Sheamus passiert. das stimmt, da hast du recht. Das ist auch die Frage, aber ich tippe auch auf New Day, weil ich denke, man wird den Rekord weiterhin halten. Und ich weiß gar nicht, wie lange haben sie jetzt ihren Titel run? Das gucken wir mal nach. Vielleicht turnt ja einer von beiden, also von Cesaro und Sheamus, und dann gibt es eine Best of Seven Series. Das haben wir schon lange nicht mehr. Nee, haben wir noch nicht mehr gesehen. Aber gut, 430. wenn sie nochmal so ein Match hinkriegen wie beim letzten Mal, das wäre geil. Das würde ich feiern. 430 Tage. 430 Tage, das heißt noch locker einem. Ja, die müssen bis Dezember halten, also über die Survivor Series hinaus. Na gut, Ja, wir haben ja glaube ich schon 2 Wochen nach der Survivor Series oder so. man muss auch so sehen, dass New Day ja wahrscheinlich, ich tippe mal, ich vermute mal sehr stark, wenn sie die Titel verteidigen, werden dann ja auch im Survivor Series Tag Team Match drin sein, weil wenn Heath Slater und Rhino drin sind, denke ich auch, dass New Day drin ist. Ja, na, auf jeden Fall. Und deshalb vermute ich auch, dass sie die Titel verteidigen werden, darüber hinaus auch noch werden und dann haben sie den Rekord relativ schnell inne. Ja, Das und dann werden sie die relativ schnell wieder los. genau an Cesaro und Cesaro, Sheamus. Sheamus, genau. Der Klapp, wenn Klapp Klapp Na, gewinnt, dann klar. das wäre lächerlich. Übrigens Union Berlin, Dortmund, Elfmeterschießen. Gut, wenn ihr es seht, dann ist es schon längst vorbei. Zu unserem Zeitpunkt ist es noch am Laufen. Ich bin mal gespannt. Aber gut. Dann würde ich mal sagen, bevor wir zu den letzten drei Matches kommen, diese drei Matches, die wir jetzt besprechen werden, werden hier als Triple Main Event bezeichnet. Was sagst du zu diesem Begriff? Es gibt kein Triple Main Event. Also man kann sagen, es gibt drei. Ja gut, man kann es verkaufen als Triple Main Event, aber es gibt kein Triple Main Event. Der Main Event ist das letzte Match am Abend. Fertig aus, Punkt. Und man kann es sagen, man kann es so verkaufen. Wenn man denkt, dadurch kaufen mehr Leute den Pay-Per-View, kann man das ruhig so machen. Aber jeder weiß, dass das letzte Match am Abend der Main Event ist. Richtig, deshalb hat auch John Cena keinen Rekord geknackt. In dem Sinne, weil John Cena hat ja den Rekord geknackt für die meisten Main Events. Und das hat er durch No Mercy hingekriegt. Und No Mercy. Und jeder, der No Mercy gesehen hat, weiß natürlich, dass John Cena niemals im Main Event war. Ja gut, Und. es hat auch niemand gesagt, dass es der Main Event ist. Hat ja auch niemand als Main Event verkauft. Nö, außer die WWE. Ja, nee, glaube ich die noch nicht mal. Das hat Doch, keiner bei doch. SmackDown oder so gesagt, die sind im Main Event, damals im Opener. Ich will es mal so sagen: Die WWE hat gepostet, dass John Cena den Rekord für die meisten Main Events geknackt hat. Was für ein Fucker. Ja gut, irgendwie muss man halt John Cena stark aussehen lassen. Eben. Aber deshalb, du kannst nicht einfach irgendwann sagen: Ja, das ist der Main Event. Ich kann nicht sagen, AJ Styles gegen Chris Jericho bei WrestleMania 32 war der Main Event von WrestleMania. Aber gut, die WWE dreht sich das ja alles gern zurecht. Also von daher würde ich da, ich lege da eh nicht mehr so viel Wert drauf, was die WWE mir verkaufen will. Also es ist eh, es ist mir scheißegal, was sie ankündigen. Ja, aber naja, wie gesagt, mich stört das schon ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es gibt einen Main Event. Man kann sagen, Top-Matches. Top-Matches unterscheidet sich mit Main Event natürlich, ne? Muss man denn sagen, ah, es gibt drei Top-Matches mit drei Hell in a Cell-Matches. Kein Thema. Aber drei Main Events ist noch ein ganz großer Unterschied. Oder drei Hauptmatches, ist ja egal, wie man es sagen will. Denn das Hauptmatch ist das letzte Match am Abend. Ganz einfach. Das ist genauso wie Finale. Finale kannst du auch nicht sagen, Bayern München gegen Augsburg ist jetzt das Finale. Nee, ist nett. Das Finale ist das letzte Spiel dieses Turniers. Und genauso ist es bei einem Event. Der letzte Akt des Abends ist der Main Event. Selbst Naja, im. kommen wir zum Main Event. Ja. Nur so kurz als Zu welchem? Hinweis. Kurzer Hinweis. Auch ein 20-Sekunden-Match, wenn das letzte Match am Abend war, der Main Event. Oh mein Gott, das war ein Fucker.
Okay, so schlimm wollte ich es auch nicht sagen, aber was war denn Ja, noch? Weidenfeller hat gehalten. Hm? Weidenfeller hat gehalten. Das ist schön. Scheiß auch, Scheiß Union Berlin. Okay. Auf jeden Fall gehen wir direkt zu einem der Top-Matches, sage ich jetzt mal, die WWE verkaufen will. Und zwar das WWE United States Championship. Obwohl, eins Zitat will ich noch ganz kurz erwähnen. Daniel Bryan, Talking Smack, weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, aber das war auch sehr, sehr geil. Er redet da halt über Hell in a Cell und sagt, oh, die haben ein Triple Main Event mit drei Hell in a Cell Matches. Oh mein Gott, die sollen meinetwegen 4, 5, 6 Stunden machen und damit mit 5 und 6 Hell in a Cell Matches. Und diese Hell in a Cell Matches, die Gewinner, kriegen alle oder kämpfen um den Universal Title oder Title of the whole Universe. Und what is it? Der WWE Universal Title. Das war so geil von dem, wie er einfach den Titel quasi geburied hat in dem Sinne und ja, natürlich auch Raw geshootet hat. Hashtag Brandsplit. Hashtag Roster Split, genau. Würde wahrscheinlich auch wieder SmackDown Werbe geben zur. Ja, wahrscheinlich Becky Lynch gegen Alexa Bliss. Aber gut, jetzt gehen wir direkt zum US-Title-Match zwischen Rusev und natürlich. Rusev Machka. Richtig, gegen Roman Reigns, den United States Champion. Und dieses Match ist ein Hell in a Cell Match. Rusev wird zum ersten Mal das Hell in a Cell Match betreten. Und Roman Reigns zum zweiten Mal in Folge. Gotta make him look strong, Roman. Naja, das Match ist da. Wir haben die Storyline, dass Roman Reigns Rusev seine verkackte Familie beleidigt hat. Und gesagt hat, naja gut, eigentlich hat er sie ja nicht beleidigt. Eigentlich hat die Crowd ja geboot bei seiner Mutter und bei seinem Vater und bei seinem Hund und bei Lana. Gut, immerhin hat Roman Reigns Lana eine Torte geschubst. Das ist natürlich der Riesenmove, wo Rusev ausgemarkt ist, hat Rusev natürlich den Titel abgenommen und seitdem ist dann nichts mehr passiert und deshalb haben sie jetzt das Rematch, haben die Fans nochmal ermordet mit einem 25-minütigen Double Countout bei Raw. Das war toll. Was natürlich ein kompletter Bullshit war. Ja, ich tippe auf Roman Reigns, weil Roman Reigns Roman Reigns ist. Gotta look and make strong. Ja. Gotta make him look very, very strong. Ja, ich denke, das Match wird trotzdem gut. Ich glaube, das kann ein gutes Match werden. So ein bisschen die härteren Stipulation-Matches kann Roman Reigns gut worken. Hat man letztes Jahr mit Bray Wyatt gesehen, hat er gut geworkt. Deshalb denke ich, das wird ein gutes Match. Wird nicht brutal sein. Das wird das Hell in a Cell Match nie sein. Zumindest in den Nee. letzten Jahren. Allein wenn man teilweise Nachrichten liest, die wollen brutale Spots einbauen. Ja, gut. Ja, die brutalen Spots sehe ich schon irgendwie so ein Spear vom April durch den Tisch durch oder so. Das ist die brutalste. Nee, Härte wird sein. Tisch Ich wusste das außerhalb eigentlich schon und dann immer. Geil. Flying, ein Frog Splash drauf. Oder Das er wird. wirft ihn einfach gegen den Käfig, ey. Hm? Er wirft ihn gegen den Käfig, krass. Das ist ein brutaler Spot. Also, da Ja. ist natürlich, dass Mick Foley da dreimal rumgeflogen ist, nix. Das ist ein Witz dagegen. Eben. Genau, auf jeden Fall wird Roman Reigns natürlich gewinnen. Via Ja. Spear. Ja. Wäre nach dem dritten Spiel oder so gefühlt. Genau, dann würde ich mal sagen, gehen wir nun auf den eventuell Main Event. Bitte ein Hauptmatch, ein Match, was sehr, sehr historisch sein wird. Eventuell. Bzw. es ist schon historisch, aber es könnte noch mehr einschlagen. Und zwar reden wir über das Raw Women's Title Match in einem Hell in a Cell Match zwischen Sasha Banks, der Championess, gegen Charlotte. Zum ersten Mal überhaupt ist es der Fall, dass es ein Women's Hell in a Cell Match geben wird. Zum ersten Mal in der Geschichte kann man so viel sagen. Und man kann sagen, dass eine Sasha Banks wieder mal ein bisschen Geschichte schreibt in der Women's Division, wenn man es überlegt. Erstes Iron Woman Match, erstes Mal im Main Event von einem Live-Special, bisschen so Pay-Per-View-mäßig. Und eventuell könnte sie jetzt auch im ersten Pay-Per-View-Main Event sein, wenn wirklich das Raw Women's Title Match der Main Event sein wird. Ist natürlich die Frage, ob es das wirklich sein wird.
oder ein Co-Main-Event oder irgendwas in der Art ist oder ein Opener, man weiß es nicht. Man wird es sehen, was letztendlich der Main-Event sein wird. Auf jeden Fall werden die beiden auf jeden Fall Geschichte schreiben zwischen Sasha Banks und Charlotte Flair, die jetzt offiziell Charlotte Flair heißt. Wieder. Ja, warum nicht? Nachdem sie ja Ric Flair abgestoßen hat, heißt es jetzt mal wieder Flair. Schön. Sasha Guerrero Banks. Sasha Snoop Dogg Banks Guerrero. Über La Rasse. Naja, Match wird gut. Denke ich. Räumisch. Denke, beide wollen einiges beweisen, werden ein paar größere Spots raushauen. Nein, wir werden keinen fucking Moonsault von Cage sehen, darüber haben wir schon gesprochen. Was kann man sehen? So ein Suicide Dive nach draußen, so ein Shit, vielleicht ein Moonsault durch den Tisch irgendwie nach draußen oder so. Corkscrew Moonsault von Charlotte wieder mal. 450, nee, 720, Corkscrew, Springboard, Red Shooting Arrow. Star, Red Arrow. Sehen wir natürlich. Vom Käfig. Und am Ende wird Sasha Banks gewinnen. Außer Charlotte gewinnen, dann in 3 Wochen bei Raw wird Sasha Banks wieder den Titel. Das wäre schön. Ach ja, ach ja. Ich hoffe aber trotzdem, dass das letzte Match der beiden wird, erstmal. Weil wir haben das Match jetzt sehr, sehr oft gesehen. Also, ich weiß nicht, wie oft wir das jetzt schon gesehen haben. Im SummerSlam, bei der Raw nach dem Draft, Nur. bei noch einer Raw. Was? Meinst du um den Titel Charlotte gegen Sascha Banks? Genau. Haben wir jetzt, glaube ich, viermal Eins, jetzt. Zum vierten Mal zwei, jetzt, glaube ich. dreimal. Dreimal. Ja, jetzt zum vierten Mal, meine ich. Jetzt so viel werden es einmal bei Zweimal bei Raw Raw und und beim einmal bei SummerSlam. SummerSlam. Genau. Und Clash of Champions war ja Triple Threat Match. Richtig. Genau. Wie gesagt, Perfekt. Ja. ich muss sagen, das ist das Match, was mich am meisten interessiert und worauf ich mich eigentlich auch freue. Also, es ist das einzige Match, worauf ich mich wirklich freue. Muss ich sagen, weil es am besten aufgebaut wurde, meiner Meinung nach. Es war jetzt nicht Weltklasse. Es war jetzt auch nicht besonders gut. Aber man hat darauf schon Hype gemacht. Also, allein schon mit der Ansetzung. Weil man echt, ja, vor 2 Jahren hat man nicht gedacht wirklich, dass es ein Hell in a Cell Match geben wird in so einer Art. Und ich bin mal gespannt, was die alles zeigen dürfen, weil wenn man sich überlegt, Women's Matches wird wenig mit Stuhlschlägen, mit weniger Brutalität, also man benutzt eigentlich selten Stuhl, man benutzt auch, ich weiß nicht, hat War nichts irgendwann. nur bei denen. Wann hatten wir denn zum letzten Mal irgendeine Waffe gehabt? Ja. Oh, krass, beim Rumble, doch Ric Flairs Jacke. Achso, ja, stimmt, genau. Oder Blut wird so wie gar nicht eingesetzt. Ich weiß gar nicht, hat überhaupt mal eine Frau geblutet? Oder wo ich mal bewusst eingesetzt wurde? Nee, oder? Auch noch nie, glaube ich. Geblutet, oh, wahrscheinlich zuletzt eine Editor-Error. Jo, Editor, da ist alles möglich. Aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, die Ansetzung. Ich bin mal gespannt, was sie zeigen dürfen. Sie können auf jeden Fall ein gutes Match zeigen. Ich vermute nicht auf krasse Spots. Das vermute ich nicht. Also ich vermute nicht auf einen Moonsault von Charlotte, weil das erstmal sehr gefährlich ist. Und naja, ich glaube auch nicht, wenn sie es zeigen würde, wofür ich erstmal Respekt habe, würde es Vince nicht zulassen. Würde ich mal behaupten. Er hat es mal bei Shane zugelassen. Einfach gesagt, ja komm, mach mal ruhig. Aber der wird nicht bei einem anderen zulassen, weil Shane McMahon schon einen anderen Status hat als jetzt zum Beispiel eine Charlotte Flair. Würde ich mal behaupten, ne? Sage ich jetzt mal. Trotzdem freue ich mich auf das Match. Kann gut werden. Beide sind super Wrestlerinnen. Beide haben es drauf. Und sie haben das Potenzial, härtere Matches zu zeigen. Also, dass Sasha Banks einen harten Stil gehen kann, das hat man sehr oft gesehen. Dass sie, ja, wie sagt man das so schön, keine Angst hat. Sie hat keine Angst, sich, ja, manchmal zu oversellen. Auch wenn sie, weil manche meinen, die sei nicht so gut, aber ich finde sie Weltklasse. Für mich auch ans. Vielleicht das beste Gesamtpaket der WWE von den Women's Wrestlerin her. Zumindest für mich. Ja, Charlotte ist in-ring-technisch super. Endlich mal auch ein Match, wo Dana Brooke nicht dabei ist, was mich einfach auch wieder freut. Endlich mal wieder. Wo sie einfach gar nichts damit zu tun hat, wo einfach beide Women gut dargestellt wurden. Also so will ich Charlotte eigentlich auch sehen in einer Darstellung, wo sie einfach auf sich alleine gestellt ist. Da ist sie einfach viel, viel interessanter und viel, viel mehr, ja, auch lustvoller, sie zu sehen, sagen wir es mal so. Und Sasha Banks ist einfach Sasha Banks, die ist immer großartig. Und ja, wie gesagt, Promo am Montag war super eigentlich an sich.
Was nur schade war, war, dass es halt, na, wegen der Stipulation, dass man es so krass übertrieben hat, weil letztendlich die Stipulation seit Jahren nicht mehr so brutal ist, wie es 98, 99, 2000 war. Mit den Hell in a Cell Matches, mit Taker, Mankind, Taker, Michaels, Taker, Quatsch, Mankind gegen Triple H, also 2005 war es auch noch geil. Batista oder Undertaker? Batista Triple H. Batista, ja, Batista, Triple H, Undertaker, Edge. Das waren super Hell in a Cell Matches. Also, da gab es schon sehr, sehr gute Hell in a Cell Matches, auch brutale Hell in a Cell Matches. Aber in den letzten Jahren, vielleicht kann man noch Brock Lesnar gegen Undertaker noch dazu zählen. Aber ansonsten waren es jetzt nicht wirklich, wo man sagen kann, auch oh, brutale Hell in a Cell Matches. Wann war denn das letzte brutale Herrn Sermisch? Das brutalste aller Zeiten ist ganz klar Mankind gegen Ja, Undertaker. nee, das letzte brutale war wahrscheinlich wirklich 2008, das mit Undertaker und Edge. Auch wenn das nicht wirklich brutal war, weil es war halt auch kein Blut oder so vorhanden. Nö, aber War trotzdem war halt es ein mehr. geiles Match. Es war geil, ja, aber es war nicht brutal. Nee. Ja, dann würde ich, glaube ich, sogar sagen, 2000 mit Cactus Jack gegen Triple H. 2007 Batista gegen Undertaker. Stimmt, das Match gab es ja auch noch. Ja, das war auch noch sehr, sehr gut. Da gab es auch Blut. Das war noch wahrscheinlich das letzte blutige Hell in a Cell Match. Naja, gut, Taker Brock Lesnar. Richtig, ja. Aber das würde ich auch nicht als brutal bezeichnen. Nö, aber es war auch gut. Also, es war ein Ja, gutes nicht bei Match. Red Bull Aber diese das würde ich Scheiße. jetzt ansatzweise noch so sagen, weil es war ein brutaleres Hell in a Cell Match als die klassischen in den letzten Jahren. Ja, das auf jeden Fall. Also, natürlich, weil die auch beide mehr zeigen durften. Also, wie sie das einfach gemacht haben, weil sie beide einfach einen Status haben, den sie nicht so leicht verbocken können. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf das Match. Ich hoffe irgendwie schon, dass es der Main Event wird. Und nein, Triple Main Event wird es nicht, sondern sie sollen den Main Event, das letzte Match am Abend kriegen. Dann kann man so viel sagen, dass Sasha Banks die meisten Main Events von den Frauen her gemacht hat. Hat sie ja, glaube ich, schon. Allein schon zwei, soweit ich das weiß. Charlotte hat ja bisher eins, Lita, Trish haben einen, Bailey hat einen. Sasha Banks hat aktuell zwei. Mit Raw und Brooklyn, also von den Matches her. Deshalb hoffe ich, dass sie ein drittes Mal kriegt. Und gewinnt natürlich. Wenn sie jetzt verliert, dann sagen wir es mal so, freute ich mich mal auf meine Live-Review, da werde ich ausrasten. Weil das kann ich nicht verstehen. Warum sie dann da wieder den Titel verliert, dann hätte man den Titel nicht wiedergeben müssen. Aber ich vermute auf Banks gewinnen. Ja. Hast du noch was zu sagen zu diesem Match? Ich würde behaupten, na, schwierig. Komm, ich sag mal, ich sag's einfach. Ich sag, es wird das Match of the Night. Ich glaube es auch. Also potenzielles Match of the Night auf jeden Fall. Von Owens gegen Rollins habe ich mir beim SummerSlam schon so viel erwartet und es wurde nichts und. Clash of Champions. Clash of Champions, ja, SummerSlam war ja Baylor. Genau, aber ja, wie gesagt, Das hat die ich Crowd denke kaputt mal, gemacht. Banks gegen Charlotte wird das Match of the Night. Von den anderen Matches, von der Undercard erwarte ich nicht viel. Und Reigns gegen Rusev und Owens gegen Rollins werden, glaube ich, nicht so dolle. Ja, also es ist halt die Frage beim Hell in a Cell Match bei den Women's Wrestlerinnen. Was dürfen die zeigen? Ja, aber ich glaube, genau deshalb wird es besser als gedacht, weil ich glaube, sie werden schon einiges zeigen dürfen. Wenn man jetzt endlich mal den Schritt geht und ihnen das Hell in a Cell Match gibt, denke ich nicht, dass man sagt, okay, ja, ihr kriegt jetzt zwar das Match, aber ihr habt jetzt ein normales Singles-Match, ihr dürft euch nie an den Käfig hauen, weil, ja, sonst verletzt ihr euch ja noch, das dürfen nur die Männer, ja, ihr seid ja schwächer als die alle, sondern ich denke, wenn man denen jetzt schon das Hell in a Cell Match gibt und Mick Foley setzt sich ja auch gut für die Frauen ein, da werden sie schon ein bisschen was zeigen dürfen. Also die werden schon ein paar Wochen einsetzen dürfen, ein paar Tischspots und so ein Kram wird es schon geben, denke ich, also. Sie werden jetzt zwar nicht bluten und sich die ganze Zeit gegen den Käfig schmeißen und vom Top oder vom Käfig runterspringen oder so ein Shit, aber es wird schon härter als das normale, sage ich mal, Women's Match, was wir so gewohnt sind. Ja, ich denke auch, gerade, also ich will nicht, ich werde keine Erwartungen haben, was sie zeigen dürfen. Ich bin einfach gespannt und gucke einfach zu. Das ist, denke ich mal, die beste Herangehensweise. So kann ich, glaube ich, weniger enttäuscht werden. Aber ich denke mal, gerade so eine Sasha Banks und Charlotte sind nicht zu schade, Waffen einzusetzen oder sich gegenseitig ein bisschen brutaler zu agieren. Absolut nicht. Also man sieht ja auch, dass sie es wirklich wollen. Also. Sie haben zwar vielleicht ein bisschen schlecht gesellt, aber man merkt auch denen an,
dass sie Bock auf dieses Match haben. Sie wollen dieses Match und sie haben jetzt keine Angst. Ja. Genau, da würde ich mal sagen, hast du was zu dem Match zu sagen oder sollen wir zum Main Event gehen? Wir können zum Main Event. Zumindest voraussichtlich ein Main Event. Normalerweise, wir haben schon überlegt, ob wir das Women's Match in den Main Event stellen, aber wir machen es einfach wie normal, dass wir immer sagen, okay, das World Title Match kommt in den Main Event. Ich hoffe irgendwo ja schon, dass das Women's Match in den Main Event kommt, aber naja gut. Wir gehen erstmal aus vom WWE Universal Hell in a Cell Match zwischen Kevin Owens, dem Champion, gegen Seth Rollins. Ja, wie vorhin erwähnt schon, die Storyline ist nicht da, Triple H nämlich, und den dreht sich der ganze Shit, und ich hab's schon öfters mal so schön gesagt, es ist die Storyline zwischen dem Sidekick von Triple H mit dem Sidekick von Triple H gegen, ja, Seth Rollins, der Sidekick von Stephanie McMahon, und von Stephanie McMahon der Sidekick Mick Foley spielt auch noch mit. Das ist schön, ja. Also eine Sidekick-Story. Genau, das ist die Sidekick-Storyline, weil der eigentliche Mann um sich das Dreht nicht da ist und höchstwahrscheinlich auch nicht heute kommen wird. Und ja. Und den jeder wie sehen will. Ja, sind zwei gute Leute, aber auf jeden Fall Owens und Rollins, und haben auch immer wieder schöne Promos gezeigt, natürlich, haben auch schöne Matches gezeigt, natürlich, aber die Fehde juckt nicht viel. Eben, es ist leider, muss ich sagen, so ein Match auf der Karte wahrscheinlich mit dem Tag-Team-Match, nicht dem Tag-Team-Titel-Match, sondern dem normalen Tag-Team-Match und mit Bayley gegen Dana Brooke ein Match, was mich am wenigsten juckt am Abend. Bei Reigns gegen Rusev juckt mich, muss ich sagen, weil ich glaube, das wird echt gut, weil ich beide Leute mag. Ich meine, ich mag Kevin Owens und Seth Rollins auch, aber die WWE hat die beiden für mich so abgefuckt, weil ich die einfach so uninteressant finde, weil die Storyline zwischen beiden einfach so langweilig ist und sich meistens nur um fucking Chris Jerichos Liste dreht. Und bei Roman Reigns gegen Rusev passiert wenigstens ein bisschen was. Sasha Banks gegen Charlotte interessiert mich mehr, der Tag-Team-Titel interessiert mich mehr, weil mich da interessiert, was mit Cesaro und Sheamus passiert. TJP gegen Brian Kendrick interessiert mich allgemein, weil ich beide einfach sehr gerne mag. Ja gut, Enzo und Cass gegen Club ist scheiße, ist langweilig, und Bayley gegen Dana Brooke auch. Also wie gesagt, so Kevin Owens ist ja vorhin wahrscheinlich das Match, was mich am drittwenigsten interessiert. Von daher ist da, wird recht gut, aber für sehen und vergessen. Was ich sehr, sehr schade finde und was ich momentan auch gerade erkenne, was mich auch ein bisschen schockiert, was natürlich nicht an Kevin Owens liegt, ganz klar, dass der Titel, seitdem er den Titel hält, wirklich herabgewertet wurde. Der Titel ist so wenig wert momentan. Ja, weil nichts passiert, weil die Storyline nie startet. Nee, der Titel steht einfach nicht in den Fokus. Es steht eigentlich die ganze Zeit bei dieser Fehde um Seth Rollins gegen Triple H. Genau. Und da ist, muss halt Kevin Owens die ganze Zeit da einspielen. Und ich mach's jetzt einfach mal den Vergleich mit Daniel Bryan und Triple H vor 3 Jahren. Diese Fehde, die beim SummerSlam gestartet ist, also fast der gleiche Zeitpunkt, wo dieser Fehdenbeginn mit Seth Rollins und Triple H beginnt. Natürlich, Daniel Bryan war jetzt nicht 2 Jahre in der Authority oder sowas, aber damals gab es die Authority nicht mit. Daniel Bryan hat die Authority quasi gestartet. Aber natürlich, es gab zwar die Fehde Triple H gegen Daniel Bryan war auch auf den WWE-Titel fokussiert, aber man hat immer wieder diese Fehde angeteased. Man hat immer wieder diese kleinen Sidekicks, wie zum Beispiel, er hat den Titel aberkannt am nächsten Tag nach Night of Champions. Er hat ihn, bei Hell in a Sandwich gab es einen Screwjob. Es gab dann eine kurze Unterbrechung, damit man eine kurze Pause hat, das ist okay. Dann haben wir mal wieder gestartet, zum Rumble hin, zu Elimination Chamber, zu WrestleMania, dann gab es das Match bei WrestleMania und dann den Titelgewinn, wo man diese ganzen Sachen vereint hat, wo einfach diese, einmal die Fehde mit Triple H im Fokus stand, aber auch der Titel. Und das ist hier das komplette Gegenteil. Weder der Titel steht nicht auf dem Fokus, noch die Fehde gegen Triple H existiert nicht wirklich. Ja. Und die Daniel Bryan Storyline war super. Natürlich Sachen, wo ich dachte, aber letztendlich hat Daniel Bryan davon profitiert. Und Triple H sah auch nicht schlecht aus, sagen wir mal so. Aber hier, ich sehe nicht, wer davon profitieren soll. Also die Fehde ist einfach nicht gut. Bis diese
diese Storyline gibt's nicht. Also, das Beste an der ganzen Fehde ist Chris Jericho. Und der ist nicht mal der Fokus der Feder. Eben, der ist nicht der Fokus der Fehde. Die List of Jericho ist sogar mehr wert als dieses Match gefühlt. Die List of Jericho hat mehr Prestige als der Titel. Ja, man hat mit den, man muss sich aber überlegen, man hatte zwei Titelträger. Einmal Finn Balor, natürlich der Titelmann, den kann man nicht bewerten, das ist klar. Und Kevin Owens. Wenn man sich die, wenn man Indie-Fan ist, keine Ahnung, 15 Jahre Indie guckt und man guckte nur SmackDown, nie Raw und guckt mal bei Raw, guckt sich den Universal-Title, Kevin Owens, guckt sich an, ah, ist ein World-Title, boah, die haben den gehalten. Und dann guckt man weiter die Shows und denkt man sich so, ist das wirklich ein World-Title? Kann man das wirklich als World-Title sehen? Weil, wie ich schon bei Raw gesagt habe, der Universal-Title hat nicht den Wert eines WWE World-Titles und auch nicht mal den Wert des Intercontinental-Titles. Sogar der United States-Titel ist sogar mehr wert als der Universal-Title. Und das kann nicht sein. Mich würde es auch nicht wundern, wenn das US-Title-Match im Main Event, natürlich wäre das totaler Blödsinn, aber da sieht man irgendwoher, welches mehr Prestige hat. Ja. Und deshalb tun mir auch beide leid, also Seth Rollins und Kevin Owens. Ich denke mal, wenn die nicht so eine Scheiße gebuckt bekommen von den. Natürlich, die beiden können nichts dafür. Das will ich auch ganz klar sagen. Die beiden können nichts dafür. Sie versuchen das Beste draus zu machen, aber. Wenn sie so gut gebuckt wären, dann wäre die Fehde super, die Matches wären gut und so weiter und so fort, aber man muss auch dazu sagen, dass die Stipulation nicht passt. Die passt einfach gar nicht zur Rivalität. Die hat man jetzt wieder so einen klassischen Fall gemacht, weil es einfach der Pay-Per-View ist. Hell in a Cell, oh, ja komm, pack mir den Hell in a Cell Match, obwohl es überhaupt nicht passt. Die Rivalität ist einfach nicht intensiv genug, wo man sagt, okay, das muss ein Hell in a Cell Match sein. Bei Women's Match verstehe ich, warum das jetzt gibt. Rusev gegen Roman Reigns kann man auch irgendwo nachvollziehen, dass es ein Hell in a Cell Match ist. Aber bei Kevin Owens gegen Seth Rollins kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum es ein Hell in a Cell Match ist. Und noch schade finde ich, dass Chris Jericho überhaupt keine Rolle beim Pay-Per-View spielen wird. Zumindest in Matches, die er wirken wird. Ja. Also kann ich nicht verstehen. Und wie gesagt, Fehde ist sehr, sehr schwach. Schade für beide. Das Match wird trotzdem gut sein. Und ich tippe natürlich auf Kevin Owens, der gewinnt, denke ich mal, mit Chris Jerichos Hilfe wieder. Ja. Jo. Mehr, denke ich mal, gibt es ja auch nicht zu sagen. Ich habe jetzt alles gesagt, was ich sagen wollte. Hast du noch was zu sagen? Nö. Okay. Das war die Pay-Per-View Preview zu WWE Hell in a Cell 2016. Schreibt natürlich eure Preview gerne in die Kommentare. Was denkt ihr über Hell in a Cell Match? Freut ihr euch auf den Pay-Per-View? Denkt ihr, es kann gut werden? Es kann schlecht werden? Wie gesagt, wir sind nicht wirklich gehypt. Ich freue mich wirklich nur auf ein Match. Das ist Sasha Banks gegen Charlotte. Das Rechtliche kann man machen. Aber es gibt Matches, die mich überhaupt nicht interessieren. Ich hoffe auf einen guten Pay-Per-View. Ich werde ihn live gucken, wird natürlich wieder danach ein Live-Review geben und am Montagabend, Dienstagmorgen, Mittwochabend, so einen Dreh wird es dann auch die Podcast-Review kommen. Ich denke mal am Montag, wenn alles klappt. Und ja, genau, so viel dazu. Twitter könnt ihr mir wieder gerne interagieren, das ist, denke ich mal, bekannt, dass man es gerne macht. Und ansonsten natürlich am Ende des Videos könnt ihr natürlich wieder auf die Links draufklicken, die eingeblendet werden, also die Videolinks, da könnt ihr wieder auf euer Smartphone, Laptop, Tablet, wo auch immer auch dieses Video guckt oder diese Ausgabe guckt, könnt ihr draufklicken und andere Episoden oder auf meinen Kanal vorbeischauen, wie ihr gerne möchtet. Hast du noch was zu sagen? Nee. Gut, dann würde ich mal sagen, bis nächstes Mal, haut rein und ciao. Ciao. Oh.